über 100 Menschen auf engstem Raum. Und oft sitzt man im Flugzeug gleich mehrere Stunden. Abstand halten ist hier kaum möglich. Wie gefährlich ist Fliegen in Zeiten von Corona? Auch im Flugzeug wird das Virus wie sonst im Alltag übertragen. Also zum Beispiel, wenn man Oberflächen berührt, auf denen sich das Virus schon befindet. Nach neuen Erkenntnissen kommt es so aber nur zu sehr wenigen Infektionen. Entscheidend sind wohl die folgenden Übertragungswege. Erstens durch größere Tröpfchen. Sie entstehen beim Sprechen und vor allem beim Husten. Und zweitens durch Aerosole, also kleinste Partikel, die jeder von uns auch ständig ausatmet. Es geht also um folgende Frage. Wie leicht kann sich das Virus in der Kabinenluft verbreiten? Fluggesellschaften und Flugzeugbauer werben derzeit damit, wie sauber die Luft an Bord sei und vergleichen sie mit der in Operationssälen. Stimmt das? Und wie funktioniert das Lüftungssystem? Schauen wir uns als Beispiel den Airbus A320 an. Die Luft strömt über drei Ausgänge, oberhalb der Fenster, über den Sitzen und oberhalb der Gepäckfächer, von der Kabinendecke zu den Passagieren und dann in Richtung Boden. Dort wird die verbrauchte Luft zum Kabinenrand hin abgesaugt. Sie gelangt dann in den Frachtraum und wird dort durch einen sogenannten HEPA-Filter gereinigt. Diese Art von Hochleistungsfilter erfasst bis zu 99,97% der Viren und Bakterien, auch Coronaviren. Die gefilterte Luft wird dann zur Hälfte mit frischer Luft angereichert und kommt zurück zu den Passagieren. Laut den Herstellern wird die Luft in der Kabine alle 2 bis 4 Minuten komplett ausgetauscht. Ist dieses System so wirksam, dass es Infektionen verhindern kann? Yan Chen ist Professor für Maschinenbau an der Purdue University in den USA und Experte für Belüftungssysteme. Bei seiner Forschung hat er schon mit Boeing zusammengearbeitet und auch mit der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Die Versprechen der Fluggesellschaften sieht er kritisch. I think the statement is a little bit misleading. It is true that the airplane uses a HEPA filter. However, the infection could occur just inside of a cabin before the air is being cleaned. When you compare with the emergency room, where the pressure is negative, and also you only have one patient there. However, in an airplane, you have so many passengers, and therefore you have very high risk of cross-contamination. Zusammen mit seinem Team hat Yan Chen untersucht, wie genau sich Tröpfchen und Aerosole in einem Flugzeug verteilen. Ein Husten eines Grippepatienten sieht zum Beispiel so aus. Die Partikel verteilen sich explosionsartig in der direkten Umgebung. Größere Tröpfchen fallen relativ schnell zu Boden, die kleineren Aerosole bleiben länger in der Luft. Wichtig ist, nicht nur beim Husten, sondern auch schon beim Sprechen geben wir ständig Tröpfchen und Aerosole in die Luft um uns herum ab. Yan Chen sagt deshalb, dass obwohl die Luft schnell ausgetauscht wird, Ansteckungen an Bord trotzdem wahrscheinlich sind. Yeah, it is true that the air change rate inside of a cabin is very short period of time. The airline industry is like to say 2 to 3 minutes. Our calculation shows that it's about 4 minutes. Now, within these 4 minutes, those particulates generated by the passengers sitting next to you will be circulating there. And then it will go to your breathing zone. So you will inhale this type of virus and make you sick. Im November 2002 bricht die SARS-Pandemie aus, verursacht durch ein ähnliches Coronavirus wie die Pandemie jetzt. Die Weltgesundheitsorganisation macht damals eine Risikoanalyse für Infektionen an Bord. Ihre Annahme? Von einem ansteckenden Passagier geht vor allem eine Gefahr für Mitreisende in der direkten Umgebung aus. Konkret für die Sitzreihe des Infizierten selbst sowie die 2 Reihen davor und dahinter. Das entspricht ungefähr 1,5 Metern, also dem Abstand, den man auch derzeit immer einhalten soll. Für die Sicherheit des Flugverkehrs in Europa ist die EASA zuständig, eine Behörde der Europäischen Union. Ende Mai hat sie Empfehlungen ausgesprochen für die Corona-Pandemie. Sie fordert, auch im Flugzeug Abstand zu halten. Im Vergleich mit der Risikoanalyse der WHO ist der Vorschlag weniger streng. Konkret empfiehlt die ESA, nur jeden 2. Sitzplatz zu besetzen und möglichst auch nur jede 2. Reihe. Das Problem? Hierbei handelt es sich nur um eine Empfehlung. Vorschriften wurden nicht erlassen. Und die meisten Fluglinien in Europa wollen diesem Vorschlag nicht folgen. Bei großer Nachfrage planen sie, jeden Sitzplatz zu besetzen. Alles andere, sagen sie, sei nicht wirtschaftlich.
do realize that when you leave the middle seats open in the economy class cabin, then the airliners might not be profitable. And therefore, I think one thing you could do is to provide the high quality masks. If you only provide just like surgical masks, then you should leave the middle seats open. Ein Flug von Hongkong nach Peking am 15. März 2003, also während der SARS-Pandemie, zeigt, dass es noch weitere Risiken gibt. Wissenschaftler haben den Fall rekonstruiert. In der Air China-Maschine waren damals 120 Personen. Auf Platz 14E sitzt damals ein Passagier, der, wie sich später herausstellt, mit SARS infiziert ist. Wenige Tage nach dem Flug erkranken mindestens 20 Personen, die ebenfalls an Bord der Maschine waren. Bemerkenswert ist, wo sie gesessen sind. Nur 9 innerhalb der Infektionsrisikozone der WHO. 9 andere Passagiere hatten ihren Sitzplatz weiter entfernt. Und 2 der Infizierten waren Flugbegleiter. Aber wie haben sich die Menschen infiziert, die weiter entfernt saßen? Auch dieses Szenario hat sich Professor Yan Chen genauer angeschaut. Er wollte wissen, ob Menschen, die sich im Gang bewegen, Luftströme verändern und ob sich so Partikel in der Kabine verteilen. In der Simulation sitzt der Infizierte, wie auf dem Air China-Flug, auf Platz 14E. Dann kommt von hinten eine andere Person. Sie wirbelt die Luft um den Infizierten herum auf und verteilt so die Partikel im Gang. Diese Untersuchung zeigt also, wie sich Passagiere infiziert haben könnten, obwohl sie 7 Reihen vom Erkrankten entfernt saßen. Wie genau sich jeder einzelne Passagier auf dem Air China-Flug infiziert hat, konnten die Forscher nicht rekonstruieren. Auch beim Warten vor dem Abflug oder beim Einsteigen ins Flugzeug wäre das möglich gewesen. Dass sich die 20 Personen aber im Umfeld dieses Fluges angesteckt haben, dessen sind sich die Forscher ziemlich sicher. I think the flight from Hong Kong to Beijing in 2003 serves a very good example for us. The two types of coronavirus have some type of similarities, and both of them seem airborne. The US CDC also confirmed that the major route for the infection is between 2 people through the droplets. And that's why we should pay attention to the air circulation, not only in airplanes, but also like in buses and terminals when you travel. Wie genau das neuartige Coronavirus in Flugzeugen übertragen wird, wird derzeit erforscht. Wissenschaftler aus China haben in einer Vorveröffentlichung einen Fall von Ende Januar dokumentiert. Es geht um einen Flug von Singapur nach Hangzhou. Die Forscher gehen davon aus, dass sich auf dem 5-stündigen Flug mindestens 9 Menschen angesteckt haben. Wo die einzelnen Passagiere genau gesessen sind, konnten sie bisher aber nicht klären. Wer derzeit fliegen möchte, sollte also versuchen, das Risiko zu reduzieren. Grundsätzlich gilt, wo immer möglich, Abstand zu halten. Auch schon im Terminal und beim Einsteigen. Was kann man an Bord tun? Erstens, Plätze am Fenster sind wohl sicherer, weil man dort weniger Kontakt zu anderen Menschen hat. Zweitens, Passagiere sollten möglichst wenig im Flugzeug herumlaufen, um Kontakte weiter zu reduzieren. Und drittens, was wohl mit Abstand den größten Effekt hat, alle Passagiere sollten während des kompletten Flugs Masken tragen. I think it must be mandatory. Because the mask really protected the people, not only you, but also your fellow passengers. If I am going to travel today, and if an airliner does not request mandatory mask, and I would not take that flight, because I think the risk is too high. Wie groß ist das Ansteckungsrisiko also insgesamt im Flugzeug? Um das abschließend zu beantworten, weiß man noch zu wenig. Aber Folgendes ist wohl gesichert. Die starke Lüftung ist ein Vorteil, kann Infektionen aber nicht grundsätzlich verhindern. Enges Zusammensitzen, besonders auf langen Flügen, stellt ein Risiko dar. Und nur mit gutem Schutz lässt es sich reduzieren.